Was sind das hier für oben für welche? Hieronymus, Waisenlehrling. Was seid ihr? Gilde der Weisen. Oh. Look at that. Es wird lustig werden. Damn thing couldn't pierce claw. Gut, erstmal den Chef ausschalten. Fallsturm. Tod von oben. Zieh mal alle Aufmerksamkeit auf dich. Await my signal. Ein Raureifstachel. Okay, der hebt gut was aus. Der Typ. Okay, Beric war heil. Du auf den. Du den Strahl auf den. Beric mal wieder buffen. Du die Passivheilung aus Beric. So, wow, Beric Level Up. Das ging schnell. Beric schwächt den mal. Lyra wirf ihn mal um. App macht gerade mal einen arkanen Schuss. So, was habe ich auf im Petto? Einen Herzschuss, das ist gut. Lyra wirf ihn um. App, Elektroschock mal irgendwen. Der Kampf läuft jetzt eigentlich recht gut, muss ich sagen. Beric? Na gut, hau den mal um. Let's have it then. So, der ist gestochen. Ich mach mal das hier an. Beric auf den da. Worm. Damn thing couldn't pierce claw. So, gibt der mal wieder Feuer. Ein arkanes Geschoss auf den da. So. Schocken. Raureifstachel. Und das da. Und der ist auch bald tot. Herzschuss. Was hat sie noch drauf? Den normalen Angriff. Beric kann, auch wenn es ein bisschen spät ist, immer schwächen. Und sie den Grabschlag. Damn thing couldn't pierce cloth. So. Und weg sind sie. Bin ich der Nächste? Der Weiße deutet mit seiner Schreibfeder auf die Leichen der Ungebrochenen und beißt sich die Lippe, während er eine Notiz fertig zum Pergament bringt.
Ich wollte euren Streit nicht belauschen, aber nur da ich Zeuge geworden bin, ist es meine Pflicht, ihn aufzuzeichnen. Er holt einen Punkt Pergament in eine dunkle Röhre in seinen Händen. Komm und zerstöre die Aufzeichnung, Wilmus, aber ich warne dich. Die Weißen haben ein langes schriftliches Gedächtnis. Ich bin Brando hier. Vergiss nicht, das zu erwähnen. Mehrfach. Die langen Daumen seiner Feder tanzen im Rhythmus des rasanten Gekritzes der Weißen. Oh ja, ja, ja. Ich werde so viel berichten, wie ich mir notieren kann. Aber stell klar, dass ich den Kampf nicht begonnen habe, sondern nur beendet. Sein Gesicht errötet oder lächelt, während er sein Pergament hektisch ergänzt. Ist notiert. Und wie kann dieser bescheidene Diener der Schrift dir helfen? Er fährt sich mit den Fingern durch die Haare und steckt sich seine Schreibfeder hinter das Ohr. Wir beide suchen Gegenstände, die ihn alt bauen. Ist das richtig? Was tun Weise hier bei den Ungebrochenen? Sagen wir einfach, wir verstehen das Ziele der... Wir verstehen die Ziele des anderen. Er räuspert sich. Und es hilft, dass beide Seiten Interesse an arkanen Dingen aus seinen Zeiten haben. Die Artefakte der Regenten sollen faszinierend sein. Kein Weiser, der etwas auf sich hält, würde die Gelegenheit ausschlagen, sie zu studieren. Erzähl mir was über dich. Ich bin Hieronymus, reisender Gelehrter der Schule von Tinte und Feder. Ich habe unter Gavas gradig als Schreiber gearbeitet. 17 Bände entstanden durch meine Hand. Er hustet und blickt auf seine Füße. Alle anderen Details sind nur Eitelkeit. Ich bin es eher gewohnt, andere zu studieren, als Tatsachen über mich selbst zu verkünden. Ich suche nach dem standhaften Abzeichen. Sag mir, was du weißt. Artefakte sind faszinierend, nicht wahr? Und die Militärgeschichte des unbeugsamen Landes steckt voller Sagen und Legenden über sie. Das standhafte Abzeichen war in jeder Schlacht der Ungebrochenen deutlich zu sehen. In der Regent Aspison kämpfte. Mit den Jahren wurde es weiterhin berühmt. Seiner Anwesenheit allein werden zahlreiche wichtige Siege zugeschrieben. Hieronymus schüttelt seufzend den Kopf und deutet auf den gewaltigen Steinhorizont der Altbauern. Es liegt im Inneren, aber keine wertvolle Entdeckung ist ohne Gefahr. Er deutet auf eine breite Bresche in einem naheliegenden Abschnitt des uralten Steingemäuers. Die Ungebrochenen und ich wollten einige interessante Relikte aus den Altbauern bergen, doch ein Schwarm Plage hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben bei unserem ersten gescheiterten Versuch, in den Altbauern einzudringen, einen Kristall gefunden. Ich habe solch bearbeitete Kristalle schon öfters gesehen, aber in dem, was wir nicht über sie wissen, könnte man eine Bibliothek fühlen. Hieronymus hebt einen zitternden Finger. Leider wurden wir von Gregors Männern getrennt, als wir angegriffen wurden. Und einer der Soldaten hat den Kristall noch immer. Seine Leiche, genau zu sein. Wo ist die Leiche des Soldaten? Ein kurzes Stück südöstlich der Bresche, aber sei vorsichtig. Diese Geschöpfe sind vielleicht noch immer auf der Jagd. Wozu ist dieser Kristall gut? Er scheint zu einer Art Schließsystem in den Altbau zu gehören, wie ein Schlüssel. Wenn wir doch nur in der Lage wären, etwas so Ambitioniertes nachzubauen wie die Erbauer dieser Mauern. Er schreit aus seinem Taktraum hoch. Wie dem auch sei, du brauchst den Kristall, um die unteren Ruinen zu erforschen. Wie lauten die nächsten Schritte? Sobald du den Kristall hast, kannst du über die erste Kammer hinausgehen. Er hält kurz inne. Angesichts unseres gescheiterten Versuchs verstehst du bestimmt, warum ich zögere, die Altbauern erneut zu betreten. Meine Schreiberin Yavala hat es nicht überlebt, das arme Ding. Ich beantworte gern all deine Fragen, doch vermutlich kannst du mir deutlich mehr von Interesse berichten als ich dir. Was suchst du in den Altbauern? Meine Forschungen legen nahe, dass sich in den Altbauern in der Nähe einige Steine mit antiken Inschriften befinden. In Ermangelung eines besseren Ausdrucks nenne ich sie Steine der Erleuchtung. Seine Hand schießt in seinen Beutel und kommt mit einer handgemalten Skizze eines gewöhnlichen Kreises wieder hervor. Diese Skizze wird seiner Schönheit nicht annähernd gerecht und ehrlich gesagt wissen wir nicht genau, wozu sie dienen. Wir haben Kugeln von identischer Größe, aber mit anderen Glyphen gefunden. In über einem Dutzend nicht zusammenhängender Abschnitte der Altmauern. Je mehr wir von diesen Steinen finden, desto mehr Gemeinsamkeiten in den Sigillen finden wir vielleicht auch. Irgendwann hoffen wir so die Sprache der Altmauern zu entschlüsseln. Wer weiß, was wir dadurch erfahren könnten. Hieronymus errötet. Es geht nur langsam voran. Eine tote Sprache ohne lebende Zeitzeugen zu enträtseln ist ein Quell großer Frustration. Es ist keine leichte Aufgabe, aber ich bezweifle, dass Tunon
Narren zu Schicksalsbitter macht. Ich könnte jemanden mit Schneid gebrauchen, der sich in die Altbau wagt. Was springt für mich dabei raus? Für dich? Er blickt skeptisch rein, das Kind ist auf seine tintenbefleckte Hand gestützt. Ich will ein Exemplar von einem deiner arkanen Texte. Ein bisschen mehr Macht ist doch gut. Welch eine dreiste Forderung. Seine Augen weiten sich überrascht, bevor er sich ein Lächeln auf sein Gesicht bereit macht. Aber du hast einen erlesenen Geschmack und es wäre mir eine Ehre, wenn ein Schicksalsbilder eines meiner Manuskripte kommentiert. Er kratzt sich lange am Kinn, bevor schließlich lang nickt. Wenn du mir hilfst, bezahle ich dich in der Zukunft mit etwas, was nur für dich gebunden wurde. Ich werde darüber nachdenken. Der Weiße verneigt sich und nickt. Mehr kann ich nicht verlangen. Was ist mit dem standhaften Abzeichen? Für das ungeschulte Auge ist es nur einfacher Tand, aber jeder Erstregent hat dieses Zeichen in der Schlacht mit sich geführt, lange bevor die Ungebrochenen sich diesen Namen verdient haben. Das Volk des unbeugsamen Landes ist dafür bekannt, niemals zu weichen, und das standhafte Abzeichen verkörpert ihr unerschütterliches Wesen. Wer es trägt, der kann jedem Angriff jedem Anrempeln widerstehen. Er lächelt und deutet auf den Boden, wo tiefe Fußabdrücke unter Schichten von Rost und Sand sichtbar sind. Anhand der Rostschichten kann man hier im Klingengrab das Alter von Fußabdrücken einschätzen. Diese Spuren, die in die Altbauern führen, stammen aus den ersten Tagen von Kyros Sturm. Das kann man sonst noch aus Rostmustern ablesen. Berg blickt unsicher an sich hinunter. Ich vertrete die These, dass die einzige Person, die auf dem Höhepunkt des Sturms ihre Füße im Boden hatte, die Trägerin des standhaften Abzeichens gewesen sein kann. Hieronymus verfolgt die Spurspuren im Rost mit den Fingern, bis er auf die Altmauer zeigt. Aber sicher wissen wir es erst, wenn wir nachgesehen haben. Und was kannst du mir über die Altmauern sagen? Hieronymus blickt weit sich. Ich könnte ganze Bände sprechen, Schicksalsbild, aber ich werde zusammenfassen. Die Altmauern stammen aus der Zeit, bevor die Stufen besiedelt wurden. Diese Passagen durchziehen die Landschaften kreuz und quer und die meisten braven Leute halten sich von ihnen fern. Kyros Gesetz verbietet es, sie zu betreten. Das war für uns zwar nicht immer ein Problem, aber selbst wir mussten zugeben, dass es ratsamer ist, sich nicht in, die Altmauern zu wagen. Entdecker haben darin alte Kunstwerke gefunden, Überreste von Begräbnissen und andere Relikte einer Zivilisation, die älter ist als die unsere. Hieronymus seufzt tief und lang, während er auf die imposante Mauer hinter sich blickt. Die meisten aber finden in den Altmauern nur eines, einen schnellen Tod. Ihre jetzigen Bewohner sind nämlich unmenschliche Raubgeschöpfe, Kreaturen von arkaner Macht, die sich offenbar im Nebel fortbewegen. Und was erwartet mich dort drin? Ups, ich habe mich verklickt. Was erwartet mich? Das Schlimmste? Er blickt mich mit einem verwunderten Lächeln an und versucht mehrfach stumm die richtigen Worte zu finden. Die Altbauern sind voller arkane Kreaturen, die willkürlich und ohne Vorwarnung angreifen. Meine Kollegen können nur raten, was sie sind oder was für mögliche Nahrung, falls vorhanden, sie in den Altbauern finden. Wenn du eine solche Kreatur siehst, wäre es jedoch höchst unratsam, sie darauf anzusprechen, um eine Klärung der Frage zu bitten. Kannst du eine Botschaft für mich übermitteln? Im Moment nicht. Er hebt instinktiv den Arm, seine mit einem Handschuh bekleidete Hand leicht über sein Ohr gehoben, den Arm gebeugt, um eine Landefläche für einen Vogel zu bieten. Er blickt gen Himmel und sucht einige Augenblicke lang blinzelt die Wolken ab. Meine Taube aus Sunder trägt gerade ein anderes Sendschreiben. Wenn sie zurückkehrt, ist vielleicht noch Platz für ein oder zwei Nachrichten an ihrem Fuß. Das wäre alles. Also haben wir über ihn wahrscheinlich die Möglichkeit, Sendschreiben zu verschicken. So, Beric. Level up. Einmal pro Kampf wird Beric sofort geheilt, wenn seine Gesundheit auf einen kritischen Zustand fällt. Beric und Gruppenmitglieder in der Nähe erleiden moderat reduzierten Schaden, ist Wache des Verteidigers. Bringe einen Verbündeten zur Hilfe. Gell, verbinde mit deinem Begründeten ein, um Schaden zu teilen, den sie dieser leidet. Stärke und Vitalität für Verbündete, das ist auch nicht schlecht. Verfolgen. Ne, erstmal das hier. Mehr Defense für alle. Und wir haben Steine der Erleuchtung. Hole die Steine der Erleuchtung für Hieronymus zurück.